Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniroy und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Raumschlacht gespielt und haben festgestellt, ja, macht doch schon ein bisschen mehr Bock als im ersten Teil. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass ich das noch ein paar Mal öfter spiele, aber jetzt wird das mal ein bisschen erklärt. Und zwar, ich war ein bisschen beschäftigt auf Screen, und zwar habe ich in Akkad hier mal ein paar Sachen gemacht. Und zwar habe ich dafür gesorgt, dass ich, ja, die Sache ist halt die, wir spielen ja jetzt Multiplayer und ich habe schon Kampfszenarien und die Story abgeschlossen. Also ja, ist unwahrscheinlich, dass ich wieder zurück zum Akkad-Modus oder so gehe, weil ich kann mir aussuchen, ob ich entweder gegen computergesteuerte Gegner spiele oder gegen echte, also menschliche Gegner. Also deswegen habe ich offscreen mal entschieden, ich werde hier ein bisschen Arcade spielen, damit ich hier diese ganzen Belohnungen noch einsacke, bevor ich weitermache. Und ja, da habe ich ein bisschen Fortschritt gemacht. Wir holen uns jetzt mal die ganzen Belohnungen ab. Und zwar in Arcade 2500 Gegner besiegen, habe ich Topfit, eine große Hilfe. 10 Teamkämpfe mit 30 oder mehr besiegten Gegnern gewinnen, habe ich immer so mit 200 Gegnern hier gespielt. 10 Kämpfe mit 50 oder mehr besiegten Gegnern gewinnen, ja. Führe den Angriff an. In der K 250 Gegner mit den Angriffstruppler besiegen, habe ich mir auch eingesagt. Da kann 250 Gegner mit schwerer Truppler besiegen, habe ich auch gemacht. Feldoffizier, habe ich auch gemacht. Spezialist, das war am schwersten, weil man voll schnell verreckt ist, aber habe ich auch geschafft. Das hier brauche ich noch, das hier brauche ich noch. So, Agent des Bösen. 1000 Gegner als Held der dunklen Seite besiegen, habe ich auch gemacht. Mit Darth Maul. Weil ich musste hier drauf zuarbeiten, 250 Gegner mit dem Drehangriff besiegen. Und ja, wo haben wir uns das hier schon mal alles eingesagt? Fehlen nur noch ein paar. Sehr gut. 14, ja. Wo war es? Man kann ja einfach hier auf Arcade gehen und eigenes Arcade-Spiel, da habe ich das hier so eingestellt. Erst habe ich auf Dingens gespielt, hier Experte mit halt Standard, aber dann habe ich mir gedacht, vor allem, weil man mit der Darth Maul hier nicht mit einem Schlag hier die Gegner erledigen kann, mit dem Drehangriff habe ich einfach auf einen Treffer eingestellt, damit das ein bisschen beschleunigt wird. Ich habe mein Team auf 2 reduziert und das gegnerische Team auf 10, weil dann ist wahrscheinlich ja, dass ich hier meine Sachen erledigt bekomme. Und ja, das war relativ easy. Gut, aber das lassen wir jetzt erstmal hinter uns. Haben wir genug Geld, um irgendwas zu kaufen? Ich glaube nicht, ne. 10.000 brauche ich noch. Ich brauche 20.000, 25.000, ich brauche 30.000 nur noch. Ist das hier auch? Nee. 30.000, okay, das kriegen wir noch hin. So, aber erstmal tun wir die ganzen Kisten hier öffnen. Erstmal die täglichen Anmeldungskisten. Und ja, mir wurde erklärt, hallo, meine Internetverbindung hat gerade ein bisschen rumgespinnt, also kann sein, dass jetzt irgendwas schief läuft oder so, aber das sollte mich doch jetzt nicht daran hindern, meine Kisten zu öffnen. Hallo? Okay. Aber merkwürdig. So. Bum, 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 bum. Boba Fett. So. Und sie, sehr gut. Das hat nicht am Ruckeln. Bum, bum, bum und voilà. Komischerweise viele Flugteile bisher. Vielleicht weil ich das letzte Mal Raumangriff gespielt habe. Oder irgendwie einen Einfluss darauf. So, wenn ich ein Duplikat bekomme, dann bekomme ich Geld. Sehr gut. Also wie in Overwatch. Wenn man irgendwas doppelt kriegt, kriegt man halt Kohle dafür. Bum, bum, bum. Und dann habe ich Feuerkiste. Weiß nicht, wie ich die bekommen habe, aber okay. Hab sie bekommen, also her damit. 2000 Credits, alles klar. Eine seltene Sternkarte statt da gerade. Jetzt wahrscheinlich wegen dieser einen Herausforderung oder was? Ja, gucken wir uns halt später an.
Gucken wir uns dann später an. Gut, jetzt würde ich auch sagen, damit der Part nicht allzu lang wird, weil das hat jetzt bestimmt 5 Minuten gedauert. Tun wir irgendeinen Modus spielen, der jetzt nicht so lange dauert. Wenn den Szenar mit Einsatz gegeneinander an, lädt das Spiel zur Sandkämpfe auf engen Raum ein. Wieder wie es mit der galaktischer Angriff spielen, aber okay, was war spielen wir? Spielen wir einfach. Das ist sozusagen das Main Event für mich. Das muss ich haben. Im nächsten Part spielen wir einen Helden fürs Schurken, würde ich sagen. Kashyyyk. Haben wir schon da gespielt? Ja, klar, haben wir da schon mal gespielt. Aber egal. Den Druiden, ja, mit diesen Juggernauts mussten wir irgendwie erledigen oder so. Irgendwie sowas. Ja, ich glaube da, ja, okay. Nur spiele ich die Republik, das wäre gut. Haben. Hab ein bisschen Bedenken wegen meiner Internetverbindung. Ich weiß nicht, was da los war. Aber sollte eigentlich funktionieren. Wir spielen sogar echt die Republik. So, mir wurde erklärt, ja, ich kann jetzt natürlich nichts aussuchen erstmal, ne? Im Angriff. Ich werde direkt in die Schlacht geworfen. Ja. Mir wurde erklärt, die Level werden davon, also die Level der Klassen erhöhen sich, wenn man stärkere Sternkarten ausrüstet. Und ja, das heißt sozusagen, wenn ich eine Level 1 Sternkarte ausrüste, dann erhöht sich halt das Level von diesem Charakter auf Level 1. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Level 5 oder so mit einem Typen bin, dass ich den dann mehrmals spiele oder so und sich das Level dann erhöht. Also ich muss dann, oh Gott. Also er erhöht sich durch die Sternen kann, also muss ich mir deswegen keine Gedanken machen. Ich glaube, wir spielen mal Offizier. Wir müssen eine Position halten, ne? Ich sagen mit dem geschützt hat am besten. Wir müssen Sion Dinger hier einsammeln, nehme ich an, mit der Schildputt geht und dann müssen wir zwei einsammeln, was? Oh Gott. Da müssen wir auf das Ding schießen. Oh Gott. Sehen mich? Als ich gegen die KI gespielt habe, war ich auf einmal richtig gut. Weil da war ich unmenschlich gut. Also nur nicht meine Story oder so war ich so gut. Aber das wird wahrscheinlich wieder hier nicht der Fall sein, ne? Wo ist das? Hab ihn nicht getroffen. Das Ding haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen, ja. Im Multiplayer, ne? Damit kann ich irgendwie 3 Raketen schießen. Finde ich nicht schlecht. So, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut platziert, aber was soll's. Oh Gott. Ich kann damit nicht darauf schießen, ehrlich. Und ja, ich habe mir auch angewöhnt zu rollen. Weil, warum denn nicht? Komm, versuchen wir mal. Das ist Chewbacca, oder? Okay. Vielleicht sollte ich auch jetzt mal mit dem Schiff hier rumfliegen. So, ich jetzt mir angewöhnt habe, ein bisschen. So, okay. Großen Dingen, okay. Muss erst mal wieder gucken. Ja, die Spezialeinheiten, die habe ich ausgewiesen so gut wie nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, was die drauf haben. Noch nicht. Wäre natürlich richtig blöd, wenn ich jetzt hier direkt fall, ne? Weil das mir ja, oh, lass mich hier erstmal noch ein bisschen gucken. Boom. Lass mich mal kurz heilen. Ich habe keine Lust hier immer mit meinen Spezialeinheiten hier direkt zu frecken. Ich vergesse mal, ich muss hier ein Einsatzziel machen. Ah. Ich merke ja mal, die Leute hier nicht ihre Einsatzziele
einhalten, dann mache ich das selber nicht. Wer erfasst mich? Hallo, wer ballert mich denn hier ab? Also. Hallo, warum treffe ich den nicht? Hallo? Ich habe nur dauernd auf den drauf geballert, Mann. Alter. Er sah vollkommen anders aus, als ich Arcade gespielt habe, ey. Bin ich. Was zum. Da bin ich hier von einem Raum zum anderen gegangen. Bam, 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 tot. So gut habe ich noch nie im Leben gespielt, ey. Und jetzt kriege ich natürlich wieder voll auf die Fresse. Das hier blöd, hallo mal. Er hat auf mich geschossen, ne? Wo ist hier wieder so ein Ding? Da. Ich bin natürlich wieder hier hinten passiert. Ah! Rauch Orden, okay. Okay. Bis jetzt habe ich noch nichts zu dem Kampf beigetragen. Obwohl, ich lande immer erst am Licht. Ja. Ich bleibe bei dir. Ja, und irgendwie ist mein Internet gerade. Wie schaffen die es auszuweichen? Ich verstehe nicht. Wir waren auf einem offenen Feld, Mann. Ich verstehe nicht, was hier los ist manchmal. Boah, ihr seid voll am Ruckeln. Das ist ein Affe. Ja, das ist halt voll blöd, das hier, aua, hin zu platzieren, aber. Ach mein Gott, ehrlich. Also, warum sind die so weit hier oben bei uns, ey? So, irgendwie glaube ich, das wird nichts mit dem Dings. Ein Offizier, also. Guck mal, den schon volle Möhre am Gewinnen, ey. Wir bekommen ja wieder 50 dazu. Also, wenn wir nicht wenigstens unter 50 kommen, machen wir überhaupt keinen Gewinn. Und jetzt ist voll am Ruckeln hier gerade. Oh Gott. So, macht jemand den Schild von dem Ding kaputt, bitte? Ich erledigt. Warum treffe ich das Ding nicht, ey? Ja. Oh Gott. Mich gewundert, ob das klappt, ey, wenn man sich duckend den Schild aufrecht macht. Da müsste man ja unbesiegbar sein, weil das Einzige, was man ja sieht, ist die Dingens. Was weg? Frustat, Frustat, Frustat. Mach ich überhaupt Schaden? Nö. Schilde waren noch gerade unten, Mann. Ja, da bin ich wieder. Es ist vorbei, Leute. Ich bin wieder da. Oh Gott, das wird hier nichts, ne? Na, ist auch mal. Hat den jemand gesehen? Geh mal auf den los. Ich habe keine Chance gegen den. Macht jemand das Ding kaputt, bitte? Boah, und dann ist es ja noch so am Laggen. Aber wer raus da, Mann? Der ist da drinne. Hol dir mal einer. Ich gehe da nicht rein, der macht mich fertig.
Oh Gott, ich glaube, da kommt. Ich glaube, der kommt hin. Ah, geh weg. Oh, der ist echt auf mich. Dieser Bisser, ey. Komm schon, ey. Ah, ich und du, okay. Noch allgemein. Guck mal, wie viele Kills die haben und guck mal, wie wenig wir nur hatten, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ah, schon wieder. Will mich auf Namen nehmen. Boah. Noch Spezialist. Weil das Snipen während des Leck, das ist, glaube ich, das Beste, was es gibt. Also. Ja, wir haben wieder vier Dinge abgezogen, damit wir jetzt überhaupt nicht bringen. Ah. Ich glaube, da ist wieder Darth Maul, der Kreis. Und nicht mehr nur ein. Oh mein Gott, was ist hier los, Mann? Was ist das? Ah! Gott verdammt, direkt, der ist am Fliegen. Er macht Moonwalk, ey, der fliegt in die Luft. Ja, geil. Nein, ich will. Boah, ist er kacke. Nur. Oh Gott. Ein Freund? Ein wahrer Freund hat sich stets bereit. Also wenn er nicht lenken würde, ne? Oh, danke schön. Oh Gott. Wer? Boah. Oh mein Gott. Bin Level 50 mit an, das ist gut zu wissen. Ich bin schon so keine große Helfer, wenn es die ganze Zeit so am Lenken ist, dann. Leute. Ah! Fliegt er rein? Da fliegt er rein, der Pisser. Angeblich sind die Waffen, die ich jetzt habe, schon die stärksten, die es gibt. Das ist gut zu wissen. Aber selbst die schärfste Klinge der Welt ist stumpf, wenn sie von einem Amateur benutzt wird. Also ja. Verloren, nein. So, wer kommt hier rein? Wer kommt jemand rein? Oh Gott! Das ist nicht das, was ich sehen wollte, als ich den Laden verlassen habe. Nee, da wird nichts. Nee. Gemeinsam. Okay, da wollte schon wieder einer hier reinfliegen. Geil. Da, der ist noch. Weil auf Vader, der macht wahrscheinlich jetzt da die Hölle heiß da drin. Ah, die rennen alle da rein. Ich habe jemanden am. Ah, das Vader. Scheint nicht keinen Fallschaden zu geben. Jedenfalls nicht so extrem. Geht weg da, Mann. Der schlägt mich. Ich hab ihn auch in die Brüstung runtergeschmissen. Der hat gesehen, ey. Hoffe, das geht. Wir sind aber noch nicht am Verlieren, ne? Das Ding wird noch nicht eingenommen. Wir versuchen da reinzugehen, aber. Sie
Anscheinend. Ja, natürlich, sobald ich mein Maul aufmache. Ah! Komm, ich kann falsch schaden. Nein, geht da weg, Mann. Ah, ich kann jetzt mir nicht leisten, so einen Umweg zu machen. Und mitten hat noch eingenommen, Mann. Oh, wir sind alle da drin, sehe ich gerade. Hey, Palpatine. Ich habe gerade den Imperator getötet. Gibt auch irgendwie eine Option, dass man die Musik einstellen kann, damit die irgendwie permanent am Laufen ist, aber weiß nicht, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwie und ich bin rausgeflogen, glaube ich. Was zum ehrlich, Mann, was soll das? Habe nicht rausgeführt, da war meine Internetverbindung so kacke ist oder was? Ja, wir überprüfen eine Internet-Einstellung. Jo, das war eine geile Zeitverschwendung. Ich habe, glaube ich, keine Dings und so dafür bekommen, ne? Okay, dann so viel dazu. Ja, da war mal ein Fail-Part. Muss ja auch mal sein, ne? Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, weil irgendwie werde ich wohl nicht viel machen können heute mit meiner Internetverbindung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Das wird den Kanal verdammt nochmal weiterhelfen. Habe ich irgendwas anderes bekommen? Okay, ist jetzt nicht so viel, was wir hier gemacht haben. Also, gebaut direkt hier. Vielleicht ist da irgendwas spielentscheidend, was ich hier ausrüste. Nein, das nicht. Blöde ist, da wird immer nur hier gelb angezeigt. Ich glaube, das werde ich noch oft irgendwie sehen. So, können diese gelben Dinger mal weggehen, wenn da nichts mehr ist? Ich meine, da ist jetzt nichts mehr. Wenn den Schaden durch Explosionen und Toxine. Den Treffer, den nur leider. Du hast eine Menge, eine geringe Menge an Punkten. Nee, das lassen wir schön drin. Aber für dir wird das wachgeschützt mit einem hochexplosiven Feuermodus. Sagt das ist das, weil ich. Ich will doch nur. Ich will doch nur meine Sachen hier ausrüsten, verdammt. Da brauche ich doch kein Internet für. Jedenfalls haben wir ein bisschen. Was ist das denn hier? Ach, das haben wir doch. Ja, den Gegner warten über jetzt. Sprengel sie im Schärfen kurzzeitig Geschütze deaktiviert. Ach, das ist dieses Ding, ne? Von dem ich schon so oft betroffen wurde. So, er ist nicht mehr gelb. Gut. Wir tauschen alles. Nahkampf besiege, wenn ich Gegner im Nahkampf besiege, wenn ich Gegner im Nahkampf besiege. Warum ist das immer gelb? Was soll das eigentlich? Sag ich. Hierfür habe ich was bekommen, glaube ich. Den Widerstand von Majora gegen Überhitzung. Also, das ist eigentlich nicht schlecht. So, ein Level, das wird irgendwie bestimmt durch alle Karten, die man hat. Also 1, 2, 3, also die Level von allen. So wie ich das hier mitbekommen habe, ne? Nehme ich jetzt mal an. Okay. Na, wie gesagt. Kann halt nichts machen, also. Gut, was soll's. Wie gesagt. Daumen nach oben. Like, Abo, Kommentar. Würde mich freuen. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, Sikowski.